Jetzt muss ich zocken. Eins. Puh. Jamila hat jetzt den Einsatz erhöht. Sau gut. Karte. Karte. Überkauft. Scheiße, ey. Ich glühe voll, weil das ärgert einen dann umso mehr, wenn man ein paar Spiele hintereinander verliert. Wenn es um Geld geht, dann bin ich ein totaler Sicherheitstyp. Ich überlege immer richtig lange, wofür ich Geld ausgebe und wofür nicht. Und gerade weil ich nicht so risikofreudig bin, ist so ein Casino ein total ungewohnter Ort für mich. Ich will rausfinden, wie ist es, wenn man das Spielen um Geld zum Beruf gemacht hat und treffe deshalb die professionelle Pokerspielerin Jamila. Hi. Hallo. So, schau an, ich habe mich schick gemacht. Ja, aber wirklich richtig schick. Okay, los geht's. Was ist denn das Besondere für dich, im Casino zu spielen und nicht irgendwie im Internet? Natürlich, dass man dann mal Leute trifft und nicht nur zu Hause vom PC hängt. Findest du, da gehört so viel Psychologie oder Menschenkenntnis dazu, dann auch so zu beobachten, wie der andere jetzt so reagiert? Und also ein bisschen definitiv. Mhm. Also es gibt natürlich ein paar Leute, die sind, sag ich mal, unlesbar. Mhm. Aber die meisten, gerade Amateure also oder Anfänger, geben so, teilweise sehr viele Informationen von sich preis. Zum Beispiel, wenn der Spieler in seine Hand guckt und dann direkt zu seinen Chips guckt, dann ist das sozusagen so psychologisch so, oh, ich will diese Chips halt setzen, weil ich habe eine gute Hand. Okay. Mhm. Sozusagen. Also deswegen gucke ich halt immer oft die Spieler an in dem Moment, wo sie ihre Hand angucken. Mhm. Was war denn so das Turnier, wo du am meisten, wo es am meisten Kohle ging? Wo ich am meisten gewonnen habe? Ja. Lass mich nicht lügen. 61.000 Euro gewonnen. Boah. Also ich gehe das schon professionell an. Also ich trage mir auch alles genau in der Tabelle ein. Wie lange habe ich gespielt? Also wie lange? 2 Stunden zum Beispiel oder 3 Stunden. Dann wie viel habe ich Profit oder Verlust gemacht, damit ich dann sehen kann, wie mein Stundenlohn war. Wie hoch ist denn der Einsatz heute Abend? Also der Minimum-Einsatz 200. 200 Euro. Für Amateure wie mich ist es natürlich total, also so illusorische Summe. Natürlich, ja. Ich habe mir so ein Maximum gesetzt, und zwar von 50 Euro. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich damit überhaupt mitmachen kann. Weil das, mit 50 Euro kannst du nicht mitmachen. Nee. Ja, ich glaube, es wird interessant zu sehen und von außen so zu beobachten, wenn man nicht am Tisch sitzt. Okay, also das Turnier geht jetzt los. Ich habe jetzt noch ungefähr 1 Stunde und 20 Minuten Zeit, um mir zu überlegen, ob ich mitspielen will, ob ich mich da reinkaufe in das Turnier. Aber so lange schaue ich erst noch mal Jamila über die Schulter. Ist es für dich, dass hier am Tisch nur Männer sitzen? Es ist ganz selten, dass man überhaupt eine zweite Frau am Tisch sitzt. Warum ist das so, glaubst du? Dass sie sich vielleicht unwohl fühlen. Und man wird halt auch sehr, man ist natürlich sehr im Fokus und wird sehr angeguckt und so als Frau. Und ich glaube, dass sie einfach nicht, vielleicht nicht so bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ich glaube, es ist ein Vorteil oder ein Nachteil, dass hier fast nur Männer sind. Also ich denke, theoretisch könnte man das schon als Vorteil also mal so nutzen, weil Frauen, glaube ich, oft von den Männern unterschätzt werden. Mhm. Aber mich kennt halt jeder hier. Das ist jetzt leider die falsche Farbe. Mhm. Ne? Hätte ich jetzt 2 Herzen, wäre es sehr gut gewesen. Dann hätte ich einen Flush gehabt. Ne? Aber so hatte ich gar nichts. Ne? Läuft nicht so gut für dich gerade, oder? Bis jetzt habe ich noch keine Hand gehabt, die man spielen könnte. Also Jamila hat jetzt den Einsatz erhöht und die anderen ziehen zum Großteil mit. Hallo! Hallo! Na kommt erstmal rein. So, du bist ja professionelle Pokerspielerin, ne? Ja. Unser Pokern. Kommen so Klischees in meinem Kopf raus, so verrauchte Hinterzimmer und riesige Batzen Geld. So, ich bin gespannt, wie es wirklich ist. Das ist so dein Tagesalltag, also dass du wirklich so ihn zur Kita bringst und dann geht's los mit dem Pokern? Ja, genau. Wenn man alleinerziehend ist und selbstständig, ist immer eine Herausforderung, denke ich. Packst du das auch noch in deinen Rucksack? Super gemacht, toll, Jenny. Drehen? Ja, einmal drehen. Drehen. Und jetzt beginnt dein Arbeitstag. Jetzt noch mit dem Hund raus, Gassi gehen. Erzähl mal, wie bist du eigentlich zum Pokern gekommen? Ich glaube mit 18 oder 19 das erste Mal gepokert. Okay. Ich weiß noch, wir wollten an dem Abend, wo ich das erste Mal da mitgepokert habe, eigentlich danach feiern gehen. Und die anderen sind alle los und ich bin nach Hause und musste im Internet mir die Regeln alles durchlesen und das studieren und
war total so von dem Spiel so eingenommen, also so fasziniert. Als ich das erfahren habe, dass man Poker professionell betreiben kann, da war es dann um mich geschehen. Hast du echt gedacht so, ach, vielleicht mache ich das mal irgendwann hauptberuflich? Ja, aber dann ist es natürlich die Umsetzung extrem schwer. Die Familie, die Freunde, alle sagen, bist du wahnsinnig? Ja. So, mach was Vernünftiges. Ist mir egal, solange ich davon leben kann, mache ich das. Weil es ist einfach meine Leidenschaft. Also selbst wenn ich dann nur eben ein normales Durchschnittsgehalt oder vielleicht sogar ein unterdurchschnittliches Gehalt habe, mache ich es trotzdem. Also würdest du sagen, reich wirst du damit eigentlich nicht? Ich kann damit reich werden, das sehen wir dann die nächsten Jahre. Beste Hand. Ich war all in und mein Gegner hat mit der schlechteren Hand gecallt und ich habe verdoppelt. Sau gut. Ich glaube schon, dass es ein geiles Gefühl ist, wenn man so diese ganzen Chips so zu sich herzieht. Wie fühlt sich das jetzt für dich an? Ja, natürlich, sonst wäre ich jetzt raus. Ne? Also macht dich das irgendwie nervös? Nein. Mich würde das, glaube ich, schon so ein bisschen irgendwie fuchsen. Nein, das macht mich überhaupt nicht nervös. Poker ist ja ein Geschicklichkeitsspiel, aber es ist ja mit einer Glückskomponente dabei. Also man sagt so ungefähr, dass so zwischen 25 und 30% sind so der Glücksanteil. Und der Rest ist sozusagen das Können. Wie geht ihr denn mit eurem Geld um? Haut ihr alles raus oder packt ihr alles aufs Sparkonto? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Also ich habe jetzt schon ein bisschen Lust bekommen mitzuspielen, aber 200 Euro sind mir zu viel. Und deswegen will ich jetzt versuchen, aus den 50 Euro, die so meine Grenze sind, 200 zu machen. Also du willst jetzt richtig mal so Gambling, also zocken. Und wenn ich es schaffe, dann spiele ich mit. Oh. Hallo, ich muss aus den 50 Euro in einer halben Stunde 200 machen. Ich bin absoluter Neuling im Casino. Ich brauche irgendwie so Tipps. Würden Sie sagen, es ist möglich? Ja, auf jeden Fall. Ja? Natürlich. Ich glaube, wenn ich wieder schon mal bei den Automaten bin, probiere ich hier einfach mein Glück. Nehmen wir mal den. Ja. Also, ich hau jetzt meinen Fuffi da rein. Ja. Und dann läuft die Zeit ab jetzt. Ciao. Und los geht's. Okay. Okay, jetzt habe ich aus 1,25 2,50 gemacht. Korrekt. Das läuft doch gut. Jetzt habe ich nichts gewonnen. Nein. Das heißt, ich habe meinen Gewinn vom eben wieder verloren. Ganz genau. Nichts gewonnen, wieder nichts. Hier kann ich ja wirklich gar nicht, ich kann nichts mitbestimmen. So, ne? Ich kann nicht wirklich, es ist reines Glück. Also ich glaube, viel weiter als unter 40 Euro gehe ich ja nicht. Wieder nichts gewonnen, okay. Oh, jetzt bin ich unter den 40. Das macht für mich nicht so viel Sinn. So, da sind jetzt noch 39,90 Euro drauf. Wir können Blackjack ausprobieren, da haben Sie ein bisschen mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Da entscheiden Sie, ob Sie noch eine Karte ziehen, ob nicht. 26 Minuten noch. Dann haben wir 10 gegen 10 gewechselt. So, Karte. 18. 16. Überkauft. Ja, okay, ich spiele jetzt einfach wieder, ich spiele um die 10. Shit. 22. Überkauft. Shit. Jetzt muss ich zocken. Okay. Karte. Karte. 19. Rest. Ja. 3. 11. 20. Scheiße. Scheiße, ey. Jetzt habe ich noch 14 Euro da liegen. Ich spiele noch um diesen einen Fünfer. 12. Karte. 22. 20. Hier hatte ich kein Glück. Ich versuche jetzt aus wirklich einem kleinen Betrag 200 Euro zu machen. Ich bin echt ein bisschen verzweifelt. Ich mach mal 50-50. 1. Rot. Rot. Puh. Rot bezahlt. Noch 10 Minuten. 9. Fühlt sich scheiße an. 5 Euro, um 200 draus zu machen. Ich setz 3 Euro auf schwarz. Nichts, geht mir bitte. 36. Er war doch schon auf schwarz. Ey. Das Fatale ist, ich bin gerade so kurz davor, ob ich nicht doch noch ein bisschen mehr Geld umtauschen soll. Das ist leider genau der Punkt, an dem man aufhören sollte zu spielen. Ja, aber ich setze einfach alles. Nichts, geht mir bitte.
6, schwarz. Alles verloren. Bank hat alles gewonnen. Das tut mir leid. Ich glühe voll, weil ich habe das Gefühl, ich war gerade so in so einem, nee, jetzt gleich klappt's und das so, ich muss nur noch einmal und dann kommt man in so einen Spieltrieb rein. Ja. Und das ärgert einen dann umso mehr, wenn man ein paar Spiele hintereinander verliert. Na gut, das war's dann jetzt. Der Poker-Einsatz, den habe ich jedenfalls nicht geknackt. Das heißt für mich zuschauen. Wenn ihr auch findet, dass wir häufiger und offener über Geld sprechen sollten, dann wird euch der Funk-Kanal Pocket Money von meiner Kollegin Hazel auch gut gefallen. Im heutigen Video geht es darum, wie YouTuber und Influencer Geld verdienen. Den Link dazu, den packe ich euch oben in die Infobox. Okay, ja, schauen wir uns doch mal an, wo du jetzt hier eigentlich arbeitest. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wenn du dein Kind in die Kita gebracht oder in den Kindergarten gebracht hast, sitzt du jetzt hier. Genau, dann poker ich halt und übertrage das live im Internet auf Twitch. Also das wird gestreamt. Und das machst du jeden Tag? Genau. So sieht es aus, wenn du hier zockst. Das heißt... Bitte nicht zocken sagen. Okay, nicht zocken sagen. Nein. Okay, du zockst nicht. Nein, das ist kein Zocken, das ist Arbeit. Okay. Wie funktioniert das jetzt genau? Fange ich an zu pokern und dann gehe ich live auf Twitch. Und dann können die Leute mir live dabei zusehen, wie ich Poker spiele. Man kann also eine gute Karte, bringt eventuell etwas Action rein. Ich bringe denen dann quasi bei, wie sie besser werden beim Poker. Also jetzt letztes Wochenende haben wir 800 zugeguckt. Wow. Aber du machst es ja nicht aus Spaß, sondern du willst damit ja Geld verdienen. Es wirft ein bisschen was nebenbei ab, was das ist natürlich sehr schön. Dass man auch noch sozusagen ein kleines festes Einkommen hat neben den Pokergewinnen, die ja seit einer starken Varianz unterlegen sind. Mhm. Im besten Fall geht's so. So, im schlechtesten Fall geht's so. Nee, so, dann wäre ich kein Profi. Stimmt. Also es kann auch mal sein, im schlimmsten Fall, dass ich mal 3 oder 4 Monate gar nichts verdiene oder sogar verliere. Deswegen ist es so elementar wichtig, also essentiell, dass man, wenn man große Gewinne erzielt, dass man die dann nicht verprasst, sondern die eben beiseite legt. Mhm. Ich glaube, dass das sogar der Grund ist, woran die meisten tatsächlich dann letztendlich scheitern. An wie vielen Tischen spielst du gleichzeitig? 4 bis 8. Echt? Mhm. Und du kannst immer noch kontrollieren, so an welchem Tisch passiert gerade was? Ja, das Übung macht den Meister. Okay. Wie fühlt sich denn das an, den Leuten so Geld abzuknöpfen? Die setzen sich ja auch ran, weil sie glauben, dass sie mein Geld gewinnen können, theoretisch. Mhm. Ne? Also ich bin damit fein. Hast du auf irgendwelchen Spielen oder auch im Netz schon Leute kennengelernt, die so gar nicht mehr davon losgekommen sind? So, die einfach süchtig nach dem Spiel waren? So, dass jemand Haus und Hof verspielt beim Pokern, ist mir persönlich noch nie begegnet. Normalerweise ist, dachte ich, Glücksspiel illegal, so in Deutschland. Und deswegen dachte ich auch, Online-Poker wäre illegal. Nein, Online-Poker fällt unter das Online-Glücksspielgesetz. Und das ist in Deutschland tatsächlich theoretisch verboten. Mhm. Praktisch aber wird es überhaupt nicht umgesetzt. Okay. Aber speziell in Schleswig-Holstein ist es legal. So. So, wie sieht's aus? Ich habe alles versucht. Aber ich habe leider alles verloren. Oh nein, scheiße. Also ich finde das krass, auch nochmal den Unterschied gerade zwischen dem, was ihr da spielt und zwischen dem, was ich gerade da drüben gemacht habe. Deswegen spiele ich nichts anderes. Mhm. Weil, also das ist mir auch wichtig, dass die Leute verstehen, dass Poker halt ein Denksport ist. Mhm. Und also ein bisschen Glücksspiel ist ja schon mit dabei, ne? Also. Es ist ein Geschicklichkeitsspiel mit einer Glückskomponente. Mhm. Was ist bei euch los jetzt hier? Also die rausfliegen, fliegen raus. Ja. Und die 4 kommen ins Geld. Mhm. Und einer gewinnt natürlich. Ich habe das Gefühl, es geht aber auch noch ein bisschen. Ja. Könnte noch so ein Stündchen, anderthalb dauern. Ja. Vielleicht sogar ein bisschen mehr sogar. Oh. Du kannst schon nicht mehr, du musst doch nur hinter mir sitzen und zucken. Ja, ich finde das schon anstrengend. Jamila hat es wirklich geschafft, sie ist hinter mir jetzt in der Finalrunde und ein paar der Herren haben sehr deutlich gemacht, dass sie nicht gefilmt werden wollen. Deshalb bleibt die Kamera jetzt erstmal in sicherer Distanz und ich gucke ihr noch ein bisschen über die Schulter. Jamila ist gerade all in gegangen und sie hat gewonnen und hat jetzt einen richtig, richtig dicken Batzen Chips vor sich stehen. Das heißt, es geht auf jeden Fall noch ein bisschen weiter bei ihr. Ich halte die Spannung nimmer aus. Ich muss ins Bett. Jetzt sind es nur noch 4 Leute am Tisch.
Jamila wird also auf jeden Fall mit Gerd nach Hause gehen. Innerhalb eines Spielzugs ist aus dem großen Batzen von Jamila ein kleines Häufchen geworden. Also sah es irgendwie so aus, als würde sie auf jeden Fall gewinnen. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob sie nicht gleich ausscheidet. Wollen wir teilen? Nein, jetzt komm, wir sind jetzt gerade. Er sagt, es ist okay, komm. Los geht's. Plötzlich ist Ende. Schön gespielt. Ja, ebenso. Was ist los? Ja, es ist fertig. Wir haben uns geeinigt auf den Deal. Ja? Also ja. Teilt ihr alle? Ja, wir teilen. Alle nicht mehr so viel Lust, weiter zu spielen? Nee, alle wollen schlafen jetzt. Verständlich. 1:30 oder so. Ja, genau, genau. Ist es normal, dass man sich irgendwann darauf einigt, das Preisgeld einfach zu teilen? Oder? Ja, also Deals werden sehr oft gemacht. Mhm. So kriegt jetzt aber jeder 1000. Ja, ist doch voll gut eigentlich, oder? Ist gut. Ich kann so ein bisschen die Faszination für dieses Spiel nachempfinden, weil es so ja schon auch viel mit Strategie zu tun hat und viel so mit Körpersprache erkennen und so, ne? Aber so mein Fall wäre es nicht, um da so einen Job draus zu machen, weil dieses Glückselement, das wäre mir irgendwie zu heikel, ne? Das wäre mir zu heikel, darauf meine Existenz aufzubauen. Ich könnte das nicht so, weil ich auch nicht der Typ bin, der, man muss der Typ dafür sein. Auf Risiko geht manchmal. Also denke ich nicht, glaube ich. Das war die erste Folge der Reihe Was macht Geld mit uns? In den nächsten Wochen treffe ich unter anderem auch noch einen jungen Millionär. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst mir ein Abo da und vergesst nicht, auf dem Kanal meiner Kollegin Hazel vorbeizuschauen. In dem Video hier oben, da hat sie sich mit dem Gender Pay Gap beschäftigt. Und was soll ich sagen? Ich bin pleite und ich bin richtig müde. Ich gehe nach Hause.